Also wenn man auf Polnisch nach dem Begriff der Warschauer Aufstand im Internet sucht, kommt mit diesem Thema als erstes die Frage, wer hat eigentlich im Aufstand gesiegt? Das zeigt, dass dieser moralische Erfolg des Aufstandes, nämlich der Widerstand gegen den deutschen Besatzer, in der polnischen Erinnerungskultur deutlich wichtiger ist als die Tatsache, dass der Aufstand letztendlich gescheitert ist. Und wenn man denselben Begriff aber auf Deutsch eingibt, fragt dann die Suchmaschine, ob man vielleicht den Aufstand von 1943 gemeint hat. Also nicht den Warschauer Aufstand von 1944, sondern der Aufstand im Warschauer Ghetto von 1943. Und anscheinend werden immer wieder, also immer noch die beiden Aufstände miteinander verwechselt. Also das, was man in Warschau im Januar 1945 vorgefunden hat, war eigentlich ja ein Trümmermeer. Und man muss aber sagen, die Zerstörung war jetzt nicht wirklich gleichmäßig in der gesamten Stadt. Das heißt, zum Beispiel die Altstadt wurde, man schätzt, bis zu 99% zerstört. Der gesamte nördliche Stadtviertel, also das, wo sich auch das Warschauer jüdische Ghetto befand, wurde komplett dem Erdboden noch während des Krieges gleichgemacht. Aber zum Beispiel der rechte Weichselufer war im Verhältnis zu dem linken Weichselufer weniger zerstört, weil die meisten Kämpfe sich auf dem linken Weichselufer konzentriert haben. Nach der Niederlage des Warschauer Aufstandes wurden ja, die meisten Menschen entweder ermordet oder vertrieben es gab so ein Durchgangslager in Pruszków in der Nähe von Warschau. Und dort haben die Menschen, also wurden dann entweder weiter in KZs deportiert oder haben dort ausgeharrt bis zum Ende der Kämpfe in Warschau, also bis Januar 1945. Das heißt, die Stadt wurde eigentlich, ja, war eigentlich so gut wie ausgestorben. Also, und in diesem Zeitraum nach dem Ende des Warschauer Aufstandes fand eben dieser planmäßige Abriss der übrig gebliebenen Gebäude statt. Das Besondere am Warschau ist vor allem das Ausmaß der Zerstörung einer europäischen Hauptstadt. Ja, also wenn man bedenkt, dass 84% des linken Weichselufers, also da wo sich das historische Stadtzentrum befand, lag nach dem Krieg in Trümmern, ist es schon nicht zu vergleichen mit anderen europäischen Hauptstädten. Ja, also eine andere Besonderheit ist eben der Wiederaufbau an sich, der relativ schnell erfolgte. Das heißt, 10 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges war das historische Stadtzentrum, das heißt die Altstadt, Neustadt und der Königstrakt, war deren Wiederaufbau weitgehend abgeschlossen. Und ja, das war insgesamt eine große Leistung natürlich der polnischen Architekten. Und der Verlauf des Wiederaufbaus und die Projekte wurden übrigens von den deutschen Architekten, was wir aus den Quellen wissen, mit einem großen Interesse verfolgt. Ja, also der Wiederaufbau in historischen Formen galt in Europa zu dieser Zeit als eine große Ausnahme, denn die meisten Länder haben sich entschieden, ihre zerstörten Städte modernistisch wieder aufzubauen. Ja, der Warschauer Wiederaufbau wurde von der kommunistischen Regierung als ihr Erfolg reklamiert, wurde aber sehr schnell auch international anerkannt. In den 70er Jahren wurden die wieder aufgebauten Städte in Polen, insbesondere Warschau, immer wieder als Beispiele gezeigt, um die Werte der historischen Stadt
aufzuweisen, die vielerorts einfach ja, beim nachkriegsmodernen Wiederaufbau verloren gegangen sind. Und diese Entwicklung mündete dann in 1980 in die Eintragung Warschaus in die UNESCO-Weltkulturerbe-Liste. Und in der Begründung kann man dann nachlesen, dass die Umstände der Zerstörung eine wichtige Rolle bei der Eintragung gespielt haben. Die Tapferkeit der polnischen Nation, aber auch die Einmaligkeit eines so großen Wiederaufbauprojektes in der europäischen Geschichte. Bis heute ist der Warschauer Aufstand und der Wiederaufbau von Warschau wichtige Erinnerungsorte. Also man spricht ja von Kristallisationspunkten der kollektiven Erinnerung. Und sie spielen damit eine identitätsstiftende Rolle für die Menschen in Polen.